bisschen Konkurrenzkampf ist gut. Es hilft mit der Kreativität, es hilft zum die abheben und es gibt den Antrieb. Rückschläge erleiden wir in diesem Business tagtäglich. Ob das jetzt Booking-Agenturen, Labels oder sonst halt Clubs sind. Und grundsätzlich ist einfach die Devise, zum nie aufgeben. Musik hat für mich den höchsten Stellenwert in meinem Leben. Ich höre Musik, ich mache Musik, ich lebe Musik. Mein Name ist Finley Sky Davy und das ist meine Geschichte. Gegründet wurde ist Taped im Jahr 2017. Eigentlich so aus dem Rest von einer vorherigen Band mit unserem Schlagzeuger Thiago. Hardcore und Metal ist ein Auslass. Wir können auf die Bühne stehen und wir können 100% geben. Du kannst einfach alles rauslassen, was du in dir drin hast. Aggressionen, Spass, Freude. Du bist mit deinen besten Freunden auf der Bühne und teilst den Moment mit denen. Und hoffentlich gibst du auch ein bisschen von dieser Energie im Publikum mit. Immer wieder aufstehen, an sich selber glauben, immer wieder kämpfen. Das ist die Message von unserer Musik. Das ist die Message von Taped. Von Musik leben ist mein Traum, seit ich denken kann. Also grundsätzlich finanziere ich mich mit Management-Sachen für Bands und eben die anderen Künstler, aber auch mit Kunst. Was auch noch gesagt werden muss dazu, ich brauche nicht wirklich viel. Ich brauche keine neuen Kleider, weil die meisten Kleider kriege ich von Bands geschenkt oder von Künstlern geschenkt, die ich bei mir daheim habe. Ich muss nicht in ein Fitnesscenter, weil ich finde, ich kann das alles am Sportplatz draussen machen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die immer wieder Geld kosten, aber für mich nicht wirklich einen grossen Stellenwert haben. Für mich ist wirklich viel lieber, dass ich glücklich bin. Und eben am liebsten würde ich das so gerne machen, dass ich alles irgendwie kann tauschen kann. Musik, Kunst, für Essen, Trinken, Kleider, was auch immer so. Im Moment ist finanzielle Absicherung noch nicht so ein Thema. Ich kann immer wieder ein bisschen auf die Seite tun. In einem guten Monat kann ich mal ein bisschen mehr auf die Seite tun. Und zur Not habe ich immer noch meinen Dayjob, wo ich auf Stundenbasis, Teilzeit, angestellt bin in einer kleinen Firma als Automatiker. Selbstbestimmt leben für mich heisst Mut haben. Heisst der Mut hat zum anders zu sein und zum der Pfad zum Verfolgen, der für dich richtig ist. Selbstbestimmtheit bedeutet für mich, zum Verantwortung übernehmen. Verantwortung über mein eigenes Leben. Niemand anderem die Verantwortung übergeben, sondern selber dafür gerade stehen, für das, was man macht. Das ist für mich selbstbestimmendes Leben. Der Kompromiss ist es überhaupt keiner. Ich habe mir den Lebensstil ausgesucht. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas verzichte. Ich habe alles, was ich brauche und noch viel mehr. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste.